Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen heute Abend wieder eine neue Folge unserer Sketchreihe Harald und Eddie. Eine neue Folge unserer Sketchreihe Harald und Eddie. Harald und Eddie. Eddie. So, mein Liebling, ich habe schönes, frisches Wasser für dich, damit es dir bald wieder besser geht. Schönes, frisches Wasser. Das magst du, was? Heute ist ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint. Du magst doch die Sonne gerne, oder? Ach, das ist aber interessant. Sie sprechen mit Ihren Pflanzen? Nein, ich spreche mit ihm. Halleluja. Das Fahrzeug ist auf Ihren Namen zugelassen? Ja. Haben Sie es zum Zeitpunkt des Unfalls selbst gefahren? Ja. Gut, dann dürfte ich jetzt um Ihren Namen bitten. Moment. Sind Sie fertig? Ja. Ich heiße Dieter. Was soll denn das? Das ist mein Name. Was? Das hier. Dieter. Wie bitte, Dieter? So heißen Sie? Ja. Was ist denn das für ein Name? Das ist mein Name. Und wie schreibt man? Wie es klingt. Es wäre trotzdem nett, wenn Sie es für mich buchstabieren würden. Gerne. P-A-P-P-L. Pappel. Wie bitte? Pappel. Pappel? Ich sehe hier keine Pappeln. Wovon reden Sie überhaupt? P-A-P-P-L. Apostroph L. Apostroph L. Für mich heißt das Pappel und nicht... Was reden Sie denn da überhaupt? Ich dachte, die Polizei hat heutzutage geschultes Fachpersonal. Aber Sie können ja nicht einmal lesen. Also gut, Herr Pappel, kann ich dann bitte Ihre Adresse haben? Sie wollen meine Adresse? Ja. Oder wollen Sie vielleicht die Adresse von diesem Herrn Pappel? Ihre Adresse, bitte. Also gut, meine Adresse ist... Nummer 22. Vorsicht! Vorsicht was? Es ist Ihnen wohl klar, dass Beamtenbeleidigung ein schweres Delikt ist. Na klar, ist mir das klar. Aber einem Polizisten seine Adresse zu geben, kann doch kein Verbrechen sein. Oder gibt es etwa ein neues Gesetz, das es verbietet, der Polizei seine Adresse zu geben? Ist ja gut. Gehen wir Ihre Angaben noch mal durch, Herr. Ja. Ihre Adresse ist? Nummer 22. Wissen Sie was? Nein. Bei der Adresse würde ich ganz schnell umziehen. Da haben Sie recht. Danke. Entschuldigung, ich hatte einen trockenen Martini bestellt. Bitte sehr, ein trockener Martini. Ja. Ja, natürlich. Natürlich war er mal ein sehr guter Schauspieler, aber seitdem er so viel säuft. Ach was? Sehen Sie, ich bin zwar der Intendant dieses Theaters, aber ich kann ihn doch nicht einfach rauswerfen, auf die Straße setzen. Maximilian Hofer ist seit Jahren einer unserer größten Stars. Nun erzählen Sie mal weiter, was hat er denn noch alles getan? Großer Gott. Vor dem Theater. Himmel. Und hat die Presse schon davon erfahren? Auch das noch. Danke sehr. Mitbürger, Freunde, Römer, hört mich an. Begraben will ich Cäsarn, nicht ihn preisen. Was Menschen Übles tun, das überlebt sie. Das Gute wird mit ihnen oft begraben. So sei es auch mit Cäsarn. Setzen Sie sich, Max. Der edle Brutus hat euch gesagt, dass er voll Herrschsucht war.
Und weil er so was ein schwer Vergehen und schwer hat Cäsar auch dafür gebüßt. Max, Sie sind betrunken. Wie wahr, oh guter Mann, oh alter Freund, wie wahr. Gar heftig habe ich vom Rebensaft genossen. Hätten Sie eine Kopfschmerztablette für mich? Sie haben es also endlich geschafft. Bravo, bravo! Was habe ich geschafft? Ihre Vorstellung gestern Abend, Julius Cäsar. In der Tat eine meiner besten Rollen. Max, wissen Sie denn nicht mehr, was Sie getan haben? Nicht direkt. Sie haben, ich wage es kaum über meine Lippen zu bringen, Sie haben Brutus umgebracht, Max. Brutus! Ich fürchte, es liegt an meiner nachlassenden Sehkraft. Hat das überlebt? Ja, aber er sollte Sie umbringen, Max. Haben Sie nicht gesehen, dass Brutus Ihnen dauernd gefolgt ist und versucht hat, Sie doch noch zu erstechen? Lassen Sie mich nachdenken. Ich fürchte, nein. Sie haben natürlich versucht, den Leuten ihr Eintrittsgeld zurückzugeben. Versucht? Sie haben es nicht genommen. Angeblich haben Sie sich seit Jahren nicht mehr so gut amüsiert. Max, Sie wissen, ich habe immer versucht, Sie zu schützen. Aber wenn ich den Julius Cäsar weiter auf dem Spielplan halten will, dann müssen Sie mir auch helfen. Höchst ungern. Was soll ich tun? Sie spielen ab der nächsten Vorstellung Cäsars stummen Diener. Eine ungeheure Frechheit, mir das anzubieten. Das ist doch gar keine Rolle. Bin ich auf dem Müll gelandet oder wie? Ich gehe. Herr Direktor, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Die Leute stehen in Dreierreihen Schlange ums Haus herum und prügeln sich um Karten für unseren Julius Cäsar. Sind Sie, es gibt eben doch noch Menschen, die etwas vom Theater verstehen. Halt, warten Sie! Max, guter Freund, wären Sie unter diesen Umständen bereit, den Cäsar weiterzuspielen? Wenn wir uns über eine angemessene Gagenerhöhung einig wären, wäre ich möglicherweise nicht abgeneigt. Danke, danke, Max. Sehen Sie die hübsche Brünette da? Die da drüben? Mhm. Das ist meine Frau. Ah, ja. Und die niedliche Blonde, mit der sich meine Frau so angeregt unterhält, das ist meine Geliebte. Was Sie nicht sagen? Ja. Bei mir ist es genau umgekehrt. Sicherheitsfenster. Dass ich nicht lache. So. Sieh da, mein alter Freund, der Goliath. Goliath 300 SE. Na, wie schön. Und der gute Onkel Doktor hat sein Stethoskop liegen lassen. So, mein lieber Freund, wie geht's uns denn heute? Nein, ich bin nicht Dr. Müller. Ich habe hier nur mal kurz vorbeigeschaut. Eigentlich bin ich ein Freund von Susi. Was? Hasso? Nein, den können Sie jetzt nicht sprechen. Der ist schon zu Bett gegangen. Ach, Hasso ist ein Hund. Ja, natürlich weiß ich, dass Hasso ein Hund ist. Deshalb können Sie auch nicht mit ihm sprechen. Ist doch logisch, oder? Also, ich will Ihnen mal sagen, an Ihrer Stelle würde ich mich erstmal beruhigen und dann... So, die bin ich los. Das kann doch nicht wahr sein. Hallo? Ja, ich bin der Doktor. Worum geht es denn? Pickel. Tut mir leid, ich habe gerade ein Gespräch auf der anderen Leitung. Hallo, ja? Zäpfchen. Was man mit einem Zäpfchen macht? Na ja, gewissermaßen dasselbe wie mit einem Fieberthermometer. Nein, nicht unter die Achsel.
diese Patienten. Hallo? Ja, ich bin Dr. Müller. Was kann ich für Sie tun? Gut, dann werde ich Sie eben am Telefon untersuchen. Natürlich weiß ich, was ich tue. Bitte sagen Sie laut und vernehmlich A. Ja, noch einmal A. Und jetzt tief durchatmen. Ja, Sie keuchen ja. Moment. Hallo, ja? Mensch, Doris, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst mich nicht bei der Arbeit anrufen. Was? Du hast du schon im Backofen, dann nimm es schleunigst wieder raus. Ich habe hier noch nicht mal richtig angefangen. Ja, geht das jetzt schon wieder los? Natürlich liebe ich dich, würde ich sonst mit dir zusammenleben. Was soll ich machen? Am Telefon? Aber doch nicht jetzt. Ich habe doch noch zu tun. Na gut, wenn du unbedingt willst. Hallo? Keuchen Sie noch? Ja, gut. Keuchen Sie kräftig weiter. Viel Vergnügen. Hallo? Ach, Sie sind's, Herr Kommissar. So, ein Tröpfchen für dich. Und ein Tröpfchen für dich. Damit ihr schön groß und stark werdet. Und natürlich auch ein Tröpfchen für dich. Kannst du nicht endlich aufhören, mit deinen bekloppten Pflanzen zu reden? Die sind nicht bekloppt. Im Gegenteil, die sind sehr schön. Und sie bringen ein bisschen Freude in unsere Zelle. Und wenn man mit ihnen spricht, dann wachsen sie besser. Aber seit du diese Pflanzen hast, redest du kaum noch mit mir. Finde, ich habe ein Recht darauf, genau wie die Pflanzen behandelt zu werden. Wie du meinst. Hm. Also, worüber möchtest du mit mir reden? Sieht nach Regen aus. Ja, vielleicht täusche ich mich auch, aber diese dunklen Wolken da hinten machen mir schon Sorgen. Was meinen Sie? Ja. Was ja? Ja, ja oder ja, nein? Wie? Was wie? Lassen Sie mich in Ruhe! Ich lese. Ach, Sie lesen. Entschuldigung, hätten Sie doch nur einen Ton gesagt. Ich wollte Sie wirklich nicht stören. Also, ich kann es ja auf den Tod nicht ausstehen, wenn mich jemand beim Lesen stört. Hey, ist das nicht dieser Artikel? Entschuldigung, aber den muss ich haben. Wie kommen Sie dazu, in meiner Zeitung herumzuschnippeln? Ach, ist doch nur der eine Artikel. Ich war gerade mittendrin. Ach, das war Ihnen nicht recht. Moment. Dann klebe ich Ihnen den Artikel wieder rein. Sie werden sehen, Ihre Zeitung wird wie neu. Lassen Sie das. Ich bin gleich fertig. Oh, es ist ein bisschen schief geworden. Moment, ich mach's noch mal. Jetzt haben Sie sich kaputt gemacht. Können Sie mir noch einmal verzeihen? Bitte. Ehrlich? Ja. Ein Mensch, der noch verzeihen kann. Wunderbar. Sie lieber guter Mann, Sie. Warte mal, sind Sie verrückt? Wieso? Sie haben mich geküsst. Es war doch nur ein Bussi. Sie sind irrsinnig. Entschuldigen Sie bitte, aber ich wollte Ihnen wirklich nicht zu nahe treten. Nehmen Sie augenblicklich die Hand von meinem Knie. Welche Hand? Ich verstehe Sie nicht. Die Hand von meinem Knie. Oh, das tut mir leid, da muss ich unsere beiden Knie verwechselt haben. Das ist aber komisch, denn Ihr Knie ist ja viel knochiger als meins. Hier, fühlen Sie mal. Na, was sagen Sie? Rühren Sie mich nie wieder an. Sie unerträgliche Nervensäge. Herr Doktor, die Therapiestunde ist um. Der nächste Patient wartet schon. Danke, Oberschwester. Ja, Herr Schubert, das wär's dann für heute. Wenn Sie weiter so große Fortschritte machen, werden Sie sicher bald ganz ohne Angst Nein sagen können. Ja, Herr Doktor, ja. Thank you.
Marie! Marie! Ja? Mach schnell, ich stehe auf dem Bürgersteig. Ja, ich komme. Achtung, meine Sachen. Psst, nicht so laut. Willst du deine Eltern wecken? Was ist denn das? Meine Wintersachen. Deine Wintersachen? Ja, die brauche ich doch. Kommst du jetzt endlich? Vorsicht, das hier ist schwer. Was zum Teufel ist das? Mein Videorekorder. Video? Ja. Psst, hier kommen die Kassetten. Ja, brauchen wir das wirklich alles? Ja, Vorsicht, das hier ist zerbrechlich. Was ist denn das? Die Espressomaschine. Mein Fondue. Der CD-Spieler. Mein Tennisschläger. Ja, die Hockeyschläger. Sei vorsichtig mit dem Computer, das ist ein Geschenk von meiner Oma. Hey, was machst du da? Ich hole ihn anders mal. Wieso das denn? Du siehst doch, die Karre ist voll. Also jetzt pass auf. Seine Frau war noch keine 5 Minuten aus dem Haus, als so eine kleine Studentin auftaucht, die ihm ein Zeitungsabonnement andrehen will. Na, du kennst ihn, er hat sie sofort zu einer Tasse Tee reingebeten. Also du weißt, ich bin bestimmt nicht der Typ, der gerne klatscht. Aber du musst doch zugeben, dass es niemals 1,5 Stunden dauern kann, um ein Zeitungsabonnement zu verkaufen, oder? Und was glaubst du, wer jetzt zurückkommt? Seine Frau. In ihrer Firma haben sie gestreikt und dann ist sie früher nach Hause gekommen. Also ich sage dir, Hans-Georg, was sich da getan hat, das hast du in deinem Leben noch nie gesehen. Bitte was? Sie heißen gar nicht Hans-Georg. Ja, Moment mal, aber Sie haben doch die Nummer 230302. Haben Sie nicht? 230303. Oh, das tut mir aber sehr leid, da muss ich mich verfehlt haben. Wo waren wir stehen geblieben? Also ja, auf jeden Fall, seine Frau ist früher nach Hause gekommen und das Mädchen, das lag splitternackt auf dem Sofa. Mit allen Zeitungen. Gib mir noch einen Wein, Kokolein. Schön voll machen. So. Jetzt raus mit der Sprache. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Machst du ihm noch einen kurzen? Ich kann ihm auch einen langen machen. Und du versprichst mir auch, nicht böse zu sein? Aber natürlich, wir sind doch Freunde. Freunde sind wir. Prost. 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 Also das heißt, ich kann nicht. Du kannst nicht was? Ich kann es dir nicht sagen. So kannst du es mir sagen. Und wir bleiben trotzdem Freunde? Natürlich! Also gut. Ich habe seit einem Jahr ein Verhältnis mit deiner Frau. Ach, du bist es? Kannst du mal sehen, wie verlogen die Frauen sind. Zu mir hat sie gesagt, ihr Liebhaber ist sportlich, intelligent und sieht blendend aus. Ha! Und dann so eine Nulpe. Gehen Sie weg da. Ich tue es sowieso. Sie brauchen gar nicht versuchen, mich davon abzuhalten. Will ich ja nicht. Mich täuschen Sie nicht. Ich weiß genau, was Sie vorhaben. Was denn? Sie wollen mich in eine Unterhaltung verwickeln. Und wenn ich da nicht aufpasse, dann packen Sie mich und halten mich davon ab, hier runterzuspringen. Nein, bestimmt nicht. Wirklich? Verspreche ich Ihnen. Ja, aber was?
Was machen Sie dann hier? Ich will mich umbringen. Nein, nein, das können Sie mir nicht antun. Warum denn nicht? Das ist mein Platz hier. Ist es nicht? Ist es schon. Ich war zuerst hier. Na und? Konnte ich ja nicht ahnen. Gehen Sie weg. Nein. Bitte. Ich muss das hier alleine machen. Warum? Weil Sie verderben alles. Was verderbe ich? Nun gehen Sie doch schon. Sie stören mich. Tun Sie doch einfach so, als ob ich nicht hier wäre. Ja. Ich fühle mich durch Sie gehemmt. Na gut, ich gucke weg. Bestimmt? Ganz bestimmt. Dann drehen Sie sich bitte zur Seite. Okay, ich guck nicht hin. Moment mal. Woher weiß ich denn, wann Sie es getan haben? Was getan? Ach so, ja. Ich sage Ihnen Bescheid. Von unten, oder wie? Sie haben geschummelt. Hab ich nicht. Haben Sie wohl. Sie haben heimlich geguckt. Ich hab's ganz genau gesehen. Na gut. Soll ich zuerst springen? Um Gottes Willen, bloß das nicht. Wieso denn nicht? Ich will nur einmal der Erste sein. Ich bin noch nie in meinem Leben der Erste gewesen. Und das soll jetzt mein großer Auftritt sein. Wie der erste Mann auf dem Mond. Fliegen Sie da nicht in die falsche Richtung? Hören Sie mal gut zu, Sie Witzbold. Warum kommen Sie nicht einfach morgen wieder? Dann haben Sie auch viel mehr Platz. Warum wollen Sie eigentlich springen? Meine Frau hat mich verlassen. Meine Freundin hat mich auch verlassen. Zigarette? Nein, danke. Ich bin gerade dabei, mir das Rauchen abzugewöhnen. Eigentlich komisch, nicht? Was? Die Frau. Ich kann mal wohl sagen. Geben Sie mir doch eine. Ja. Danke. Wann ist das denn passiert? Vor 14 Tagen. Ich habe versucht, alleine klarzukommen, aber es ging nicht. Und bei Ihnen? Heute. Gerade mal 2 Wochen haben wir zusammengelebt, aber es ging auch nicht. Ihr Abschiedsbrief lag auf dem Küchentisch. Bei mir auch. Moment. Ich bin am Ende. Deine ewige Raucherei und dein Geiz waren nicht mehr auszuhalten. An der Seite eines so egoistischen, lieblosen Mannes sehe ich für mich keine Zukunft. Ich brauche meine Freiheit. Deshalb gehe ich zu meiner Mutter. Deine Gisela. Gisela? Gisela. Dies ist ein Überfall. Übergeben Sie alles Geld aus der Kasse, sonst... Moment mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Wörter. Wünschen Sie es als normales Telegramm oder als Schmuckblatt? Guten Tag. Guten Tag. Ich interessiere mich für den Super Multicolor Integral Akustik Fernseher von wie hieß jetzt gleich noch die Marke? Der mit dem Stimmmodularsequenzer? Sequenzer, genau der, ja. Augenblick, bitte sehr. Bitte sehr, hier, das ist er. Ach, das ist er? Leo, wir müssen noch in den Drogeriemarkt. Heute ist doch langer Samstag. Nein, Gott sei Dank nicht. Na siehste, nun komm schon. Ich will mir das Gerät doch bloß mal angucken. Schau mal, der reagiert auf Hu. Hu. Da brauchen Sie keine Fernbedienung mehr, gnädige Frau. Das erledigt alles der Stimmmodularsequenzer für Sie. Passen Sie mal auf ein anderes Programm. Hi. Toll. Können Sie noch mal das erste Programm reinmachen? Gern. Hü. Erstes. Hi. Zweites. Hü. Drittes. Toll. Nun die Privatsender. B. Sat 1. B. Tele 5. Und Bu. RTL Plus. Hü. Und das wieder das Erste. Darf ich auch mal? Bitte, bitte. Leo, der Drogeriemarkt macht zu und wir haben kein Papier mehr im Haus. Ach was. Hey. 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 Leo. Ihr Gatte hat's bestimmt gleich raus. Nur noch eine Sekunde. Hey! Toll. Und was kostet der? In der Sonderausführung mit drehbarem Standfuß kostet das Gerät nur 4.399 Mark. Ha!
Und hier noch eine kleine Kostprobe aus unserer nächsten. Ja, darf ich Ihnen behilflich sein? Ja, ich will ein Bild kaufen. Was für ein Bild? Ein Bild zum an die Wand hängen. Ja. Ah ja. Haben Sie an irgendeinen speziellen Künstler gedacht? No, ein Bild. Ja, bitte sehr. Wie wär's denn da? No, kein kaputtes Bild. Ich will ein richtiges Bild. Ein richtiges Bild? Ja. Wäre dieses hier mehr nach Ihrem Geschmack? Oh, nicht schlecht. Was kostet? 3 Millionen. Okay, aber eigentlich suche ich etwas für eine große Wand. Haben Sie nichts Größeres? Dieses hier kostet 6 Millionen. Oh ja, nicht schlecht, aber irgendwie ein bisschen zu trübe. Haben Sie nichts Fröhliches? Etwas mit Flowers, mit Blumen. Blumen, ja. Vielleicht liegt Ihnen dieser Van Gogh mehr. Er ist allerdings sehr teuer. 10 Millionen. Ja, that's it, Van Gogh. Ich habe schon von ihm gehört, ein Supermaler. Nur eine Frage. Ja, bitte. Könnte er mir das nicht in Rot malen?